Mentor, wir haben ein Problem. Sehr viele Assassinen sind in den letzten Monaten verschwunden und ich ahne auch warum. Verschwunden? Meint ihr, sie wurden getötet? Ich fürchte ja. Ich habe keine Zeit, es zu erklären. Versteckt euch im Park westlich von hier und wartet auf meine Ankunft. Dann werdet ihr selbst sehen. Ich bin auch Fachmann für feine Unterkleider. Er ist flink wie der Wind. Gut gemacht. Schärft eure Sinne. Hier droht eine Gefahr, die ich nicht verstehe. Ihr haltet Wache. Ich sehe mich mal um. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Folgt diesem Mann! Nur ein schuldiger Mann rennt so schnell davon! Und nur ein Narr hält an, um zu kämpfen! Vielleicht glaubst du, du entweichst so! Ja,
Verletzt? Mein Stolz ist verletzt und mein Herz ist schwer. Dieser Mann, sein Name ist Wally, er war einst ein Assassine. Er hat offenbar Talent und eine Rechnung zu begleichen. Evett, bis der Mann gefasst oder getötet wird, kann sich keiner von uns in dieser Stadt sicher fühlen. Und bis ihr richtig geübt seid, werde ich euch nicht in den Kampf gegen einen so tödlichen Gegner entsenden. Konzentrieren wir uns weiter auf die Verbesserung eurer Fähigkeiten. Brutale, kaltherzige Mörder! Wir müssen mit den Byzantinern kooperieren. Werden wir angegriffen? Oh. Niemand darf hier oben sein! Aha! Schnappt ihn! Wo ist er? Aber haltet euch besser fern. Wollt ihr die alte Mühle rein? Oha! Ganz schön. Er wird doch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht.
Gibt es Schäden? Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn in Stand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Likle. Nun, wie versprochen, falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen. Ich zeig's euch. Nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und peng, das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? Euer Gesichtsausdruck. Hier, ich zeig's euch. Unsere Bomben bestehen aus drei Bestandteilen. Der Hülse, dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu, aus Spaß. Doch dazu kommen wir später. Zunächst konzentrieren wir uns nur darauf. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Nein. Ein Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug von Niccolo Polo. Marcos Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masyaf. Es erwähnt die 5 Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Niccolo versteckte sie in der Stadt. Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Einen fanden sie schon. Unter Topkapi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also, wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich. Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazar. Er kann euch die Richtung weisen. Und euch ein paar mehr Bombenrezepte beibringen, falls euch danach ist. Vergiss es einfach! Du Niederträchtiger! Ah, verschwindet! Nieder mit dir!
Schande. Hungerleider! Drecksäcke! Abschaum! Unterdrücker! Nicht schlecht. Drecksäcke! Proleten! Ah, verschwinde! Weg! Nicht sie weg hier! Hilfe! Scheiße! Bringt euch in Sicherheit! Hungerleider! Ich habe nichts damit zu tun! Ich muss meinen Onkel besuchen! Ich verschwinde von hier! Schande über dich, Abschaum! Bitte Gott, lass mich leben! 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 Ach, Mann, Babe! Warum ich? Warum passiert das ausgerechnet immer mir? Bockschinde! Jemand sollte euch ein bisschen Respekt beibringen. Ich wollte doch nur nach Hause gehen. Bitte nicht. Verzeiht, ich gehe. Piri Reis, ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis, hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sie. Er sagte, ihr könntet mir den Standort von Nikolopoulos Handelsposten zeigen. Ihr müsst dieser Floranzali sein, über den er ständig jammert. Lothario? Ezio. Das klingt doch alles gleich. Ja, die alte Polofaktorei. Westlich der Hagia Sophia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit beurlaubt im Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf, falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Wieder einstellen.
Ein Fremder, nicht? Du entkommst mir nicht. Karlsin, so eine Scheiße. Oh, wie kannst du nur die Totenruhe stören? Die Templer sind unbezwingbar! Was zum Teufel? Ich gebe Fersengeld. Bitte Gott, lass mich leben. Nee. Bitte Gott. Nicht mehr weg hier! Einfach nur weg! Ich glaube, ich werde sogleich ein Gedicht über diese fabelhafte Schlachtfest schreiben. Ein Mörder! Da! Hilfe! Nach Hause! Nein! Ich will nicht sterben! Ich muss meinen Onkel besuchen.
Buongiorno. Merhaba. Bitte tretet ein. Ach, verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rhodos, nicht? Sie. Woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator. Kennen wir uns? Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Es ist schön, noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galata. Altrettanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von hier vertrieben. Ich lebte mit meinen Eltern hier, als ich klein war. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Mio Dio, wo kommt das her? Incredibile. Wo führt das hin? Finden wir es heraus. Wer seid ihr, Messere? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Oh, che presuntuoso. A presto, Sophia. Ich komme bald zurück. Ist die hier? Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Zurück auf eure Posten, Agiertes! Gib Acht, ja? Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße.
Der Irre, der wird sich noch umbringen. Ziemlich gut bewaffnet. Das war wohl nichts. Noch ein Fremder. Kommt mir bekannt vor. Aber selbst. Lass dir nicht entkommen! Welche Richtung? Katara! Es gefällt mir, Ungeziefer auszurotten! Ist er davongekommen? Ich sehe ihn. Da! Hinterher! Schnell! Ich bin es leid hier unten. Fürwahr. 8 Stunden in diesem Dreck. Ab ins Deathdorf. Petros, sorg dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern.
Ein Söldner vielleicht, aber seltsam gefühlt.